Die drei Dörfer müssen überleben auf jeden Fall. Ja, die Dörfer sehen auch schon teilweise so. Also das hier jetzt nicht unbedingt. Als ob sie Palisaden errichten könnten. Und ja, das Kloster jetzt auch nicht unbedingt. Wie ihr wünscht. So, Eisen müsste kommen. Gut. Das ist sehr gut, wenn Eisen kommt. Auf euren Befehl! Ei! Ja, was auch gut wäre, wäre es, die Straßen auch gleich zu verbessern, die wir hier so errichten. Ja, bessere Straßen, bessere Stadt. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Gut. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Drehen wir mal kurz die Kamera wieder. So, wo sind noch Feldwege hier runter? Also wenigstens bis zum Kufa könnten wir. Den Weg verbessern. So. Und jetzt die Einheiten hier besiegen. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Habt Dank. Endlich können wir wieder aufatmen. Jetzt, da Crimson Sabbats Truppen besiegt wurden. Wir sind wieder frei. Zur Belohnung wird euch Gran Lorcha regelmäßig Güter zukommen lassen. Lugar del Cid ist das Territorium zwischen unserem Dorf und Santa Cotillas. Wenn es euch gelingt, den Außenposten dort einzunehmen und das Territorium zu erobern, können wir endlich wieder freien Handel treiben. So, Schafsweiden. Schafe kaufen. Also ja, wir sollen das Territorium hier erobern. Wie ihr wünscht. Werfen wir mal einen Blick auf das Territorium. Ja, Soldatenlimit erreicht. Also jetzt sollten wir dann mal unsere Burg ausbauen. Auf euren Befehl. Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. Okay, die sind gut belegt. Aha. Auf euren Befehl. Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Auf euren Befehl. Ja, die Schäfchen für den Schafhirten, die kommen schon. Hier hinter der Burg sieht es eigentlich am lauschigsten aus, um Honig anzubauen.
Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So. In der Hoffnung, dass der Schäfer... Auf euren Befehl! ...uns bald dann mal mit Wolle versorgt. Also da kommen die Schafe. Ja, richtig. Hier neben der Kirche schon mal einen Weber. Ja. Wirtshäuser richtig erst dann, wenn ich Honig reinkriege. Ei! Es gibt kein Zurück! Wie ihr wünscht! So, den Außenposten wollen wir. Ich muss Hofer in die Burg zurückziehen. Und das Banditenlager noch zerstören hinzukommen. Kommt hinzu? Schon unterwegs. Sofort. Alles klar. Und ja, so wie das aussieht, kommen wir von hier aus gleich auf die andere Seite. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Hier würde man wahrscheinlich rüberkommen, ne? Es gibt kein Zurück. Vorwärts! Ei, wir haben ein Territorium verstanden. Schon unterwegs. Alles klar. Jawohl. Alles klar. Sofort. Und da greifen uns die Räuber an. Ein Außenposten wird angegriffen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ei. Jawohl. Okay, das heißt, wir können den aus Dinger gleich abfackeln. Elias ist wieder da. Ja. Alles klar. Schon das heißt, unterwegs. Du guckst, ob man hinter dem Hafen wirklich auf die andere Seite rüberkommen kann. Und ob das was bringt überhaupt. Es gibt kein Zurück! In den Kampf! Zum Angriff! Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Wie ihr wünscht. Ihr habt uns gegen die Banditen geholfen. Nun möchten wir euch helfen. Kommt nach San Ramos, um Handel mit uns zu treiben. Wenn ihr unserem Lagerhaus Eisen zur Verfügung stellt, können wir Kasernen bauen und unser Land mit Hilfe der Söldner verteidigen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Also ja, man kann hier Jawohl. Auf die andere Seite. Allerdings wüsste ich jetzt nicht, was mein das Schiff ist im Hafen vor Anker so gegangen. Direkt bringen soll. Kommt und seht meine Waren. Außer, dass wir uns hier auf diese Insel schleichen können. Oh, hier hat Crimson Sabbaten Außenposten. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Jawohl. Schon unterwegs. Ei. Auf euren Befehl. Also ja, das Eisen, das ist kein Problem. Da können wir auch ruhig mal unsere dritten Eisenmeister. Wobei, zwei reichen. Die können dann auch die Mine plündern, wenn sie leer ist. Wenn die andere leer ist. Hä? Ach nee, ihr kommt nicht rein, ernsthaft. Ein
Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ich hoffe, ich verbrate jetzt kein Eisen gerade. Das wäre nämlich noch ärgerlicher. Jetzt dann noch die Straße dran vorbeiziehen? Ja, kann ich. So. Ah ja, die Bienen. Ach, der Imker ist schon maximal ausgebaut. Gut. Oh, haben wir auch schon viel Honig, ey. Also richten wir hier eine Taverne. Und errichten. Hier eine Taverne. Und ja, und um Fisch sollten wir uns auch kümmern. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Jawohl. Der Fisch ist hoffentlich in meinem Territorium. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, mit Steinen, die wir haben, können wir die Fischer anschließen. So. Boah, ist das viel Geld in dem Schiffswrack. Ei! So, da können wir auch gleich... Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. ...den ihr Eisen schicken. Ein Karren wurde ausgesandt. Weil seinen Trupp noch produzieren. Verstanden. Mal den Sold erhöhen. So, Tavernen ausbauen. Den Weber ausbauen. Jetzt, wo wir Wolle, mehr als genug Wolle kriegen. Fischerhütten ausbauen. Wir haben unsere Kasernen errichtet und sind stärker als jemals zuvor. Der Widerstand gegen Crimson Sabbat wächst. Wo auch immer ihr eure da errichtet ihr eine Kaserne. Und ja, ich kann bei denen auch direkt jetzt einkaufen, ohne Elias hinschicken zu müssen. Ah, weil sie Verbündete sind. Macht Sinn. Also die brauchen wir dann schon mal nicht mehr beschützen. Das Lagerhaus ist verstanden. Verstanden. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Kann ich einen Teil meines Holzes vielleicht an unseren anderen Verbündeten? Ausgesandt. Ein Teil unserer Reuter an den Karren grünen wurde ausgesandt. So, die Tavernen weiter ausbauen. Ein
Mein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Ja, das ist ja jetzt nicht so das Problem. Ja, ihr kommt jetzt an euer Eisen ran, sehr gut. So, der Weber produziert gut.